Ich freue mich heute auch mal mit einer jungen Person zu schwätzen, hier bei BOSS-TV über die aktuelle Situation. Herzlich willkommen bei BOSS-TV. Ich begrüße hier bei mir Jessica Pulver. Moin, Jessica. Moin. Ich habe gerade gesagt, ich begrüße eine junge Person, eine junge Dame an der Sendung. Schon effektiv an der letzten Film mit älteren Leuten geschwärt. Das kann auch dadurch, weil ältere Leute dachs, Männer Angst, du vielleicht für etwas zu tun, auch weil sie vielleicht nur bei der Pension sind und sich dann trauen, etwas zu zählen. Dir sieht eng von den wenigen Personen, die noch jung sind und die sich trauen, etwas zu tun. Könnt ihr euch einmal eine Diskussion aufhängen, vielleicht kurz situieren? Wie sieht ihr, was macht ihr? Natürlich. Also, es sind Jessica, schon 26 Jahre. Vielleicht etwas von den interessantesten Teilen von mir, das wäre da vielleicht mein Parcours. Also schon an meinem Bachelor hatte ich mit dem Drau angefangen, den habe ich noch fertig gemacht, was mir nur in dieser Situation auch relativ von Nutzen ist, für vielleicht auch ein bisschen die kritischen Aspekte, ob das werfen, was im Moment in unserem Land geschieht. Und dann habe ich mich dann aber für meinen Master für Psychodesideiert, also Psychologie, und ich ging dann und dann eben auch gerne noch visagieren, für mein eigenes Kabinett dann abzumachen, weil mein Stage bis River aus. Ja. Das ist schon ganz interessant. Lo wissen wir, wen ihr seht. Ja, da fängt man mal an mit der aktuellen Situation. Die hat für kurzem, das ist vielleicht nicht für kurzem, die hat für kurzem eigentlich decidiert, wirklich und öffentlich zu gehen mit ihrer Kritik, so ein Schmoll, oder mit ihren Bedenken. Wie ist das gegangen? Was ist geschieht, für das dir gesagt hat, ich muss lo irgendetwas machen? Ma, ich habe mich, also ich habe mich am Funk generell immer ein bisschen schlau gemacht, was dann an der Politik so viel russisch geht. Und wenn ich dann den gewissen Diskurs von Herrn Büttel mitkriege, dann habe ich mir einfach gesagt, für mich persönlich geht das heute nur zu weit. Ganz einfach, weil hier in Menge so erstens nur sich ganz unelegant so mal zu der Situation geäußert hat. Und eben auch an meinen Bekanntenkreis, Jit Verein, den dann eben für sich die individuelle Decision geholt hat, sich nicht wollen impfen zu lassen, beziehungsweise nach Gärigingen aufzuwarten, bis ein gewissen Testphase erreicht ist, also aufgeschlossen ist, dass dann das Gruppierung sich immer mehr an den Eck gedrückt gesagt. Und da habe ich eben für mich decidiert, das geht mir nur durch, weil ich auch Teil von diesem Land bin und ich weiß, aus Diskussionen mit anderen, dass ich mit meiner Meinung eben nicht lang stehe. Und dass dann eben viele Leute, vielleicht auch aus meiner Generation, den Moment bedanken, um für abzuschwätzen. Und da habe ich mir gedacht, es nützt auch nichts, wenn ich meine Meinung immer für mich halte. Und dafür wolltest du mal eben an das Publikum gehen. Du hast ja so, dass eben eigentlich von der Jugend, die normalerweise an Krisensituationen die sind, die protestieren, sehr wenig zu hören und zu gesehen hast. Wenn ich da gesehen, wenn dann Fridays for Future auch so, dass dann sind sie massiv auf der Straße. Aber wenn es dann das für die Heute sagt, dann sind sie nicht da. Woran leidet das, meint ihr, bei der Jugend, haben sie auch Angst für ihre Meinung zu sagen? Oder interessiert es sie vielleicht nicht? Oder sind sie denn echt von der Sache vielleicht auch nicht? Also ich kann nur, wie gesagt, nicht mehr über das sprechen, wo ich auch selber mit den Leuten aus meiner Generation gesprochen habe. Und da ist es Gottes leider so. Ich meine, ich habe auch gesagt, schon 26 Jahre, an der Alterssport, also ich auch plus minus mit seinem akademischen Parcours fertig oder ich kann den Geschwindigen an. Dann sind natürlich die nächste Frage, die sich stellt, was will ich mit meinem Leben machen? Ich muss eine Arbeit finden. Ich muss vielleicht auch gucken, dass ich ein Dari was im Kopf habe, schon einen Kredit aufzubezahlen. Ich will dem nur vielleicht auch eine Familie gründen. Und wir haben ja gesehen, bei verschiedenen Beispielen, sie hat bei dem Herr Büttel seinem Diskurs, sie hat bei dem Herr Hammelmann seinem Artikel, dass die Meinung, die eben gegen die Meinung von der Regierung geht, nicht willkommen ist. Und ich kann mir da gut vorstellen, dass du ganz viele Junker sich auch in einer Situation rumfangen, wie dir du selber so tut. Wir sprechen ja nicht von Pensionären, die, ich sage nicht, ihr Leben aufgeschlossen sind, die eben nicht mehr in einer Situation sind, wo sie sich müssen dreimal überlegen, was so nicht los, bei wem so nicht ist, auf welchen Personage können wir effektiv Stangen wählen. Weil eben meine Generation du auch nachher ganz liebe für Russisch wird.
Das ist ja so, dass wir noch anderthalb Jahre am Gange sind mit der Krisensituation. Am Anfang gaufen es ja Sachen, wo darüber diskutiert wird, wo halt nicht mehr darüber diskutiert wird, wie zum Beispiel Masken oder Aufstand oder nur zu nicht dürfen rausgehen. Hat der Stadtdemos auch schon gesteuert oder hat der Demos noch gedacht, ja, okay, das ist eben eine Notsituation, das muss man haben? Wenn ich, hat ihr angefangen eigentlich, Fragen zu stellen, an Zach am großen Ganzen noch Fragen zu stellen. Also wie die Situation umgegangen, also ich meine, dass wir bei Fijit Verein von Anfang an in Ausnahmezustand an einer ersten Instanz mengen ich, will in einer Regierung da ja auch vertrauen, weil du ja auch gewissen Experten sitzt, sie auf der Doktorin, sie auf der Advokaten. Das habe ich mir dann aber irgendwann noch ein paar Wochen gedauert, weil zum Beispiel auch die Novelle gekommen sind, dass die Ela-Leute an Altersheimen nicht mehr dürfen besicht gehen, dass die keine Visiten dürfen mir reservieren. Da habe ich dann angefangen, meine eigenen Recherchen zu machen. Da sind ich dann zum Beispiel auch über verschiedene Studien gefallen, die zum Beispiel auch über die PCR-Tester gemacht sind, wo gesagt ging, als dass die Validität nicht so ging, als wie dann an den Medien durchgestellt wird. Also neben meinem Studium habe ich für ein paar Monate als Surveillant an einem Lycée geschafft. Und da hatte ich leider auch den Fall, dass ein Mädchen einen Panikattacke mitmachen müsste, weil es die Maske eben die ganze Zeit unhat, aber weil es, das war irgendwie, da keine Luft mehr gekriegt hat. Und da habe ich mir einfach gesagt, wo ist heute nach Balance? Also zwischen den Mesuren, die losgehen, ich meine, wir sehen alle guten d'accord, es müssten Mesuren losgehen, für auch Propagation von dem Virus anzudämmen, beziehungsweise für zumal vulnerable Personen nicht nach mehr Risiko zu setzen. Aber was ich dann eben mehr Recherche gemacht habe, ist mir dann auch immer mehr aufgefallen, dass die Regierung nicht mehr aus einem Mund schwätzt und es gibt immer nicht mehr eine Meinung vertreten. Und da sind ich natürlich extrem stutzig gehen. Für wer das dann so, mein dir? Ich gebe das mal gerne aus einem jungen Mund her. Das ist ja so, dass das ja nicht mehr zu Lützburg ist. Ich meine, dass für dich, wo ich meine, dass man können nachvollziehen, dass ganz Welt aus einem Mund schwätzt und ganz Welt dieselbe Stelle Langage Ball hat. Außer ein paar Ausnahmen, dann die gehe ich dann verdeifelt. Ja. Aber wir sehen mittlerweile, weil wir in der Situation sind, dass verschiedene Länder, wie zum Beispiel Belgien und Holland, die Mesuren erlassen. Lützburg ja, geht die ganz, Maske leider nicht ganz vor. Also Holland hat zwar Mesuren erlassen, aber nur sanitär angefordert. Das heißt, das muss auch, also ja, das ist immer so ein Hickhack an den Hin und Her, an eine gewisse Salamitaktik nennen, statt vier bis nur vier, bis nur noch und so weiter. Bon. Also, für direkt auf die Frage zu antworten, schon mal die Frage ganz oft gestellt, was du hinter verschlossenen Kämmerlein so ein Chirurgisch geht, wie du selber nicht an der Regierung sitzen, kann ich da nicht direkt mal schwätzen, aber wo man froh einfach dann für eine gewisse Frage zu stellen, dass die Impfung als einzige Möglichkeit durchgestellt wird, wo ja aber auch mittlerweile, ich meine, nur ganz kurz, ich habe auch nach einer Statue da gesagt, dass zwei Medikamente, demnächst von Schrift, sind auf dem Markt auch zugelost gingen, was ja dann ein Alternativtretement wäre. Und ich meine, da hat man ja auch schon den Dr. Ochs hören, wo er gesagt hat, dass ein Hydrochloroquin, das wäre ja auch ein ganz effektives Medikament für die, die dann eben um Virus erkrankt wären. Und da verstehe ich einfach nicht, für was die Alternativtretemente nicht mehr Bühnen geboren gekriegt haben von keiner Regierung weltweit, weil alle guten Regierungen, wie das schon gesagt hat, die schwarze plus minus aus seinem Mund, die sehen nun mal, los dir schimpfen. Und da ging es da ja natürlich auch gerne ein paar Herdenimmunität ausschwätzen. Ich meine, für länger Herdenimmunität schwätzt ihr ja, wenn ihr eine gewisse Säure recht tut. Verschiedene Quellen sind da ja auch durch die verschiedenen mutanten Versionen vom Virus, müsste eigentlich Heischherdenimmunität erreicht gehen. Und ich meine, wenn in dem Herr Büttel da leben dürft, und jetzt sind 85% anscheinend geimpft, da wird die Immunität ja erreicht. Und da verstehe ich eben nicht, für was denn die Leute, die eben für sich selber das Schwer geholt haben, ich will aufwarten, ich will mich nur noch nicht impfen lassen, für was denen, ob gut Lützeburg so gesehen Pistole auf Brust gehalten wird und gesagt wird, du lässt dich nur impfen, sonst darfst du nicht mehr in ein Restaurant, sonst darfst du nicht mehr um all die Schleifen holen, und vor allem darfst du auch dann nicht mehr an ein Spital, es sieht dann, du hast bewiesen,
dass du gesund bist. Und da stelle ich mir dann natürlich auch die Frage, wie machen die Leute, die zum Beispiel eine Nierenschwäche tun, die alle Woche oder alle 2 Wochen müssen an eine Dialyse gehen und dann immer müssen aber so die Vantage greifen, für PCR-Tests zu bezahlen. Ich meine, du hast ja auch keine Gerechtigkeit im Moment mehr. Weil wir sind nur mittlerweile in einem Zeitalter, wo ich beweisen muss, dass ich gesund bin. Also das war dir schon am meisten steuert, den Zwang, den besteht. Also zu denken, ein amerikanischer Präsident gesucht, als man den Namen fallen, mir nicht gesucht, sobald Regierungen etwas wirklich wollen abzwingen und mit ganz massivem Druck wollen durchstrecken, als etwas massiv faul auch dabei. Empfand ihr das doch so? Dem kann ich nicht mehr zusprechen. Das ist der Moment, für mich jedenfalls, das ist meine Meinung, geht es schon lange nicht mehr um Gesundheit. Es geht um den Willen von allen Regierungen weltweit auf internationalem Niveau für die Impfung per Force durchzuboxen. Und da sind ihnen auch verschiedene Mittel, die für mich ganz unmenschlich sind, sind ihnen recht, für das dann zu machen. Schwätzen wir von einer Segregation von der Bevölkerung, schwätzen wir davon, für massiv mit Angst zu schaffen, wo alle Wissenschaftler, die sich ein bisschen am Gehirn auseinandersetzt, auch sehen, dass das absolut kein psychischer Zustand, der gesund ist. Da können noch ganz andere Probleme bei Menschen durchkommen. Da leidet natürlich die Vermutung nur, dass es um etwas ganz anderes geht, wie nur nicht um die Gesundheit von einem Menschen zu verringern. Ich meine, da haben wir ja auch in den Zöllen gesehen, wo gesund ging, also am Anfang, die Leute sind wenigstens dem Virus gestorben und dann nur einem Jahr, wo sie sich dann noch ein paar zu Wort gemeldet haben, gesagt, ah nein, das ist auch ein anderer. Da stelle ich mir auch die Frage, den Einzelnen, die gegen die Impfung schwätzt oder die Bedenken ausschwätzt, die geht dem Moment bis geguckt, dann geht man am Fanger oben gewiesen. Und auf der anderen Seite darf dann zum Beispiel Medien dürfen sich dann aber erlauben, so einen Fehler, so ein Schlummel zu machen. Und dann wird einfach gesagt, ah, nee, das war nicht so, und dann das dann die Geschichte von dich. Und das verstehe ich nicht. Ich habe schon gesagt, Respekt, dass du dich geäußert hast, getraut hast, dich zu äußern. Die sind wahrscheinlich aber massiv gebasht, gehen darauf hin. Und die hat wahrscheinlich auch Freunde oder Freundinnen verloren, darauf hin. Ja, was das ist geschieht, nachdem sie sich geäußert hat? Und wie geht ihr da um? Also, das ist ja so, nur mein erster Post, den ich gemacht habe, den so ein Mal publik war. Da war die Resonanz größtenteils mehr positiv ausgefallen, wie ich mir das am Fond gedacht habe, weil ich war mir bewusst, wie ich den Post am Gang war zu verfassen, dort und da wahrscheinlich verschiedene Kritiker werden abschwätzen. Da waren auch vereinzelt da drin, dem ich dann noch angegriffen habe, dass ich gegen Populismus betreibe, dass ich am Fond selber auch gegen Hasspropaganda vertrete, in dem Moment vis-à-vis von der Regierung. Du hast mir dann aber auch abgefallen, ich habe zum Beispiel ihn abgeschwärzt, dass das Demokratie noch immer intakt wird und dass das komplette Blödsinn wird, was ich gegen Fummer gehen. Wo ich dann noch gegen Frau muss stellen, welche Elemente verbinden die Leute mit einer Demokratie? Weil es geht in diesem Sinn nicht durch, für den nationalen Kader zu gucken, auf hier zu suchen. Wir haben, du hast gesagt, noch immer eine Gewaltentrennung. Ich meine, die juristischen, die legislativen und den exekutiven Teil, die schaffen zwar zusammen, mit Jitfrin hört du eine Meinungsfreiheit. Das ist ein Element von der Demokratie. Und da sind wir schon immer nach Mathe an der Chor, dass das auch noch so ist. Aber wenn man dann aber auf europäischem und internationalem Niveau Gesetzestexte guckt, wie zum Beispiel die Menschenrechte, die seit Mainz komplett mit Face getrippelt gehen, da muss man sich aber auch bewusst sein, dass das auch ein Partie-Integrant von unserer wertgeschätzten Demokratie ist. Und ich meine, auf europäischem Niveau ist ja auch nicht festgehalten gehen, dass dann da Minoritäten muss protegiert gehen. Und ich meine, da hat die Regierung ja auch ganz klar zugehen, dass im Moment eine Majorität muss protegiert gehen. Und das sind dann alles so Elemente, die ich dann gekontert tun, aber wo die Leute im Moment dann auch nicht mehr weiter kritisieren, zu kritisieren wussten. Und ja, es sind noch, an meinem Bekanntenkreis, sind noch Leute, die wahrscheinlich der Meinung sind, dass ich vielleicht zu weit gegangen sind. Aber in dem Sinn muss ich auch so nicht, dass mir egal, aus dem einfachen Grund, ich weiß, für was ich das gemacht habe, ich weiß auch, für was ich das in diesem Moment noch immer machen und auch werde weitermachen, weil ich an dem Grundprinzip von der Meinungsfreiheit festhalte, also solange so ein Schmolke von der Regierung für Roma steht, aber wird wirklich den Mund verbieten, werde ich mir den noch nicht verbieten lassen. Was erwartet ihr von Ihrem Beitrag, von Ihrem Ansatz? Ganz einfach, ich meine, dass es an den letzten Wochen extrem prägnant aufgefallen, dass ich noch im Internet keine Alternative suche mehr finde.
dass dann auch die Internetseiten alle die Quellen, die ich finde, an eine Richtung argumentieren. Da habe ich mir eben erhofft, dass die Leute, die meinen Beitrag gesehen haben, erstens mal einen Denkausstoß kriegen, vielleicht auch selber noch ein bisschen den kritischen Geist ein bisschen zu erwaschen. Auf jeden Fall, ich hatte gestern auch den Fall, wo ein Freundin mal geschrieben hat, dass sie in der Training zusammengebracht hat, gesagt, Jess, ich halte den Druck nicht mehr stand. Ich werde mich nächste Woche impfen gehen lassen. Wo ich auch so in der Tür eine paar Monate hatte, die gesagt, ich ging gerne aufwarten, weil ich mich das Jahr mit meinem Mann bestürzt habe. Wir gingen in einen Kannerwunsch. Wir wollten nicht warten, bis wir das Kind auf der Welt tun. Und da gingen wir als Impfen gehen lassen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein ganz emotionales Interview. Ich denke, das hat mit seiner momentanen Verfassung nicht lange durchsteht. Da ging ich eben gerne noch an einer zweiten Instanz. Ich verringe dann den Post seit Mut machen, für zu seiner Meinung zu stehen, auf diese Stoche nicht innerkriegen zu lassen. Ich gebe von der Situation kurz wollen profitieren, für auch die Transhumanismus, also ein großes Wort, was ihr auch immer mehr abkönnt, mehr über den Gender, die Genderpolitik zu schwätzen, weil da habe ich auch viel drüber geschwärzt, aber auch mit inneren Leuten, nicht mit einer jungen Person. Die Geschichte von ja, die Gender-Diskussion, die lo am Gangen ist, dass an der Schulen zum Beispiel Personen nicht mehr der für weiblich oder männlich sind, die ganze Geschichte mit den Texten von Gender-Stärchen innen und so weiter. Wie ist die dir als junger Mensch dazu? Also, ich muss sagen, dass ich extrem froh war, wie die Debatten angefangen haben, weil wir an einem Zeitalter leben, wo es nun mal nicht mehr nehmen weiblich Geburt, männlich Geburt gibt. Es gibt ganz viele Identitäten, sie hat das von sexueller Orientation, sie hat das auch, dass sie sich in ihrem eigenen Körper eventuell nicht wohlfühlt, also an dem Körper, wo sie geboren ist. Und ich fand absolut, dass denen Identitäten in der Bühne muss geboren gehen, weil das eben während einer ganz langen Zeit in den Tisch gekehrt ging. Dafür muss ich auch sagen, war ich ganz froh, wie den Herr Büttel am Anfang von seiner Regierungskarriere so ein Schlummel, den homosexuellen Mariage durchgekriegt hat, weil das meines Erachtens noch etwas war, was viel zu lange nicht beurscht ging. Auf der anderen Seite, wie der Fedro schon gesagt hat, von meiner Generation hatte ich mir eben mehr erwartet, dass sie vielleicht auch zu diesem Thema gingen abschwätzen, weil wenn ihnen davon Identität schwätzt, dann muss ich vielleicht auch an diesem Szenario sich bewusst sein, dass Gesundheit auch ein Teil von seiner Identität ist. Und ich meine, es gibt genauso viele Leute, wie ich auch schon in meinem Video gesagt habe, die zum Beispiel Medikation als einzig valable Solution zu einem gesundheitlichen Problem gesehen. Aber dann gibt es aber auch ganz viele Leute, die zum Beispiel homöopathisch veranlagt sind oder auf Familiengeburt sind, die einfach doof ist, gegen Impfungen sind. Wobei ich mich nicht kann dabei zählen, weil ich sind natürlich auch gegen verschiedene Sachen geimpft. Mehr einfach viel an dem Esprit von den diversen Identitäten kann ich dann nicht A so und an den B dann waschlosen. Weil die Identitäten, das ist ein ganz breit gefächertes Thema. Du darfst keine Diskrimination betrieben gehen, weil das im Moment leider der Fall ist. Was erwartet ihr von dem Jahr, was ihr könnt? Also ich meine, wo das alles angefangen hat 2020, dann, als ihr gesagt habt, am Sommer, du hast alles gut, dann läuft alles normal. Da kommt der Sommer, du hast auch geschwärzt, gehen über die zweite Welle, an die dritte Welle, das tut sich weitergezogen, da kommt nach einem Lockdown, dann kommt, du hast gesagt, ja, mit der Impfung, also alles normal. Los schwätzen aber über die Zweitimpfung oder die ist schon da, die Drittimpfung, an Israel die Feiertimpfung. Das schenkt ja ein Gesagt, sie sind ohne an. Was meint ihr dazu mit eurem jungen, erfreulichen Drift in der Hut? Was gibt ihr dazu mengen? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn das ein bisschen pessimistisch klingt, ich gesehen ganz schwarz für die Jahre, die Luna Fette kommen, sollten nicht mehr Leute abschwätzen, sollten vielleicht nicht die anderen Meldungen auch mehr gehört gehen, aus dem einfachen Grund, ich habe das schon gesagt, am Anfang hast du von gesagt, dass die Impfung die Lösung ist, die unsere Tür zur Normalität wird bringen. Und da muss ich ganz einfach fragen, von welcher Normalität schwätzen wir? Ich schwätze mir von einer Normalität, wo wir als all sechs Monate müssen impfen müssen. Ich schwätze mir von einer Normalität, wo ein Abonnement à vie bei den Pharmaindustrien als normal empfunden wird. Das ist etwas, das geht nicht ganz ehrlich zu, das macht mir Angst.
Oh, los, wir mal positiv bleiben. Auf jeden Fall, ich gebe gerne meinen Respekt ausdrücken. Und ich wünsche mir dadurch für ganz viele Leute, ob ihr noch anverstanden habt oder nicht mit dir. Mit dem Fett, an ihrem Alter, abzustehen und zu sagen, heiße Sachen, die für mich nicht stimmig sind, und ich äußere mich dazu, und ich akzeptiere, dass ich viel, dass ich Shitstorm kriege, und ich akzeptiere, dass ich die vermehrt gehe, da muss ich schon ganz viel Mut tun, und dafür, oder dafür schon mehr Respekt, und ich hoffe, dass ein paar die Leute sich auch werden mehr vorstellen an ihrem Alter. Wie gesagt, das ist immer eine Sache von Decision, die ihn hält. Denke ich auch an ihren an die Decision soll ihn immer respektieren, weil das beidseitig an nehmen dann, wenn er freie Decisionen hat, für zu machen, was sein Leben, was er will, als ihn auch ein freier Mensch erfüllen, die Freiheitsgesetze. Ich denke, dass dir vielleicht nur ein paar Leute und Denken bringt, mit ihren Aussagen. Also, macht so weiter, bleibt kritisch, und das gilt für jeden Verein übrigens, bleibt kritisch, umso mehr an der heutigen Zeit. Gibt noch etwas, was dir zum Schluss will zu holen? Zuallererst muss ich so eine Schimmelzimmelzimmelz nachsehen für die super liebe Feedback, das macht mir ganz viel Freude. Aber ein Schlusswort ging es dann noch ein paar gerne so, für mich hat das nicht mit Courage zu dienen, und es hat mir ganz viel Leid, dass wir halt müssen, das, was ich zum Beispiel mache, oder auch was dir macht, was den anderen Leuten, wo sie abschwätzen, also ich den Mund nicht verbieten lassen, dass das an unserer heutigen Zeit, am 21. Jahrhundert, wo wir ja aber publikement an einer Demokratie leben, wenn ihr dann der Meinung nach darf leben, dort so etwas wie Meinungsfreiheit, haut es das als courageous ugesiegelt. Ich meine, das allein, also paradox für mich, weil es meist ein Grundrecht sind, aber ein Grundrecht verbunden ist kein Mut. Das ist etwas, wo ich mir dann auch vielleicht wünschen, dass mehr Leute da vielleicht an Gang kommen, für die Sache ein bisschen anders zu beurteilen. Ich meine, wenn wir in einem Land wohnen, wo ja anscheinend eine Demokratie konstitutionell noch immer intakt ist, dann dürft ihr noch keine Angst müssen, hier abzuschwätzen. Freiheit, als er am Anfang gesagt hat, die Hut, die kann nicht weggehen, also ergo auch nicht zurückgehen. Gell? Wie gesagt, ich hoffe, dass dir Jungleute ausschwätzt, die auch zum Denken ungestiefelt gehen. Weil Leute natürlich frohen haben, da können sie gerne bei ihr auf Facebook hier froh lassen. Was ich gemerkt habe, einfach, es gibt viele Leute, die mit ihren frohen und mit ihren Ängsten sich ganz allein fühlen. Aber wenn sie gesehen, dass es Leute gibt, die sich auch froh stellen, dann haben sie einen Upack, und das bringt ihnen ganz viel am Leben. Ich denke, dass ihr da doch schon mit erlebt habt. Ja, also das ist auch genau das, was ich mir wünsche, für eben denen Leute, die sich an dieser Phase allein fühlen, oder die der Meinung sind, ich sehe, wie hat denn Herr Hammelmann so elegant gesagt, in Asozialen, dass ich nicht mit Deal der in einer Gesellschaft, dass ich gerade denen Leute vielleicht auch an dem Sinne ein bisschen Mut kann machen, für dass sie sich nicht mehr so lang fühlen. Und wenn ihr schon gesagt habt, also Jit Frena, so meiner seid willkommen, sieft hat Kritiker, sieft hat Leute, die frohen haben, die können immer ganz gerne schreiben, und ich probiere dann auf alle Nachricht so gut wie es geht, auch ranzuholen. Asozial, also in sich, wenn ihn einer Leute asozial nennt. Da gehen Sie sich recht. Da gehen Sie sich absolut recht. Vielmals merci an mir, Herren und Gesinnheit, bestimmt, denke ich. Ja. Bis geschafft. Ich so, merci. Adi. Ganz gerne. Adieu.